Heute sind wir bei Lektion 120 angekommen und das ist so ein gewisser Höhepunkt. Für mich ist diese heutige Wiederholungslektion wie so ein Kraftpaket, an das ich mich häufig erinnere. Also diese Kombination von diesen beiden Wiederholungslektionen hier. Ich ruhe in Gott. Heute ruhe ich in Gott. Und lasse ihn in mir und durch mich wirken, während ich in Stille und in vollkommener Gewissheit in ihm ruhe. Ja, und diese vollkommene Gewissheit und diese Ruhe, die erhalte ich, die kann ich erfahren, weil ich das getan habe und immer noch tue, was Gottes Wille ist. Das, worum Jesus mich bittet, nämlich, dass ich meinem Bruder, dir, die Unschuld gebe und den Frieden, nachdem du dich genauso sehnst wie ich. Wenn ich das tue, das ist wie meine Hausaufgabe, dann ruhe ich in Gott. Ich kann dann in ihm ruhen. Ich habe dann niemand mehr alleine gelassen, außen vor. Ich habe dich nicht alleine gelassen, ich habe keinen Bruder allein gelassen, ich habe Jesus nicht allein gelassen. Ich habe mich selbst auch nicht mehr allein gelassen. Ich bin nicht mehr obdachlos. Dadurch, dass ich gebe, wie ich empfange, dadurch, dass ich den Frieden gebe, den ich selber suche, habe ich jetzt ein Heim in Gott. In diesem Heim ruhe ich mit dir und mit allen gemeinsam. Da ruhen wir gemeinsam. Und nur da ist wirklicher Frieden zu finden. Nicht durch Körper. Nicht indem wir, ja, wir suchen häufig, der Mensch, der sucht Frieden über den Körper. Zum Beispiel, indem Körper sich zusammenfinden, irgendwas Gemeinsames unternehmen und, und. Aber vielleicht sind sie im Geist überhaupt nicht eins und nicht wirklich eins in dem Sinne, dass sie wissen, dass sie dasselbe sind und dass sie dieselben Bedürfnisse haben, nämlich zu erkennen, wer sie wirklich sind, dass sie nicht verschieden sind, nicht getrennt sind. Das heißt, wir suchen, der Mensch sucht über den Körper, über Körperimpulse, sucht er Frieden. Zum Beispiel auch über Sport und Bewegung oder übers Essen, ne, über Schokolade. Was weiß ich, es gibt so viele Möglichkeiten. Oder über körperliche Intimität. Ne? Körper verbinden sich und suchen dadurch Frieden oder durch Umarmungen. Das ist ja alles, ich meine, da ist ja gar nichts gegen zu sagen in dem Sinne. Das ist ja, es geht ja nicht ums Verhalten, es geht nur darum, was setze ich an erster Stelle, wo ist mein Schatz, wo suche ich wirklich meinen Frieden, wo ist er eigentlich wirklich, dieser Frieden? Und Jesus sagt ganz vorne im Kurs, gleich im ersten Kapitel sagt er, jede körperliche Impulse sind fehlgeleitete Wunderimpulse. Jede wirkliche Lust ruht daher, den Willen Gottes zu tun. Ja, und den Willen Gottes zu tun heißt meine Funktion wahrnehmen, Frieden geben. Das ist der Wille Gottes. Vergeben. Ne? Also daher ruht eigentlich die wirkliche Lust. Und er sagt hier auch, täusche dich nicht selbst, indem du dich glauben machst, du könntest friedlich mittels irgendetwas Äußerem eine Beziehung zu Gott oder zu deinen Brüdern haben. Und was er hier meint mit irgendetwas Äußerem, ist eben auch der Körper. Das sind die Körperimpulse oder auch Körper von anderen. Ich kann auch Frieden suchen in Körpern von anderen. Auch in Tieren kann ich Frieden suchen. Ne? Und das ist alles fehlgeleitete
ein fehlgeleiteter Wunderimpuls. Das, was uns wirklich glücklich macht, ist der Wunderimpuls. Ein Wunderimpuls bedeutet, mein Geist wird berichtigt. Er erinnert sich, dass er falsch wahrnimmt. Und tatsächlich erinnert er sich, ja, an diese zweiten, an den zweiten Leitgedanken, nämlich, ich bin, wie Gott mich schuf. Und darin liegt Frieden. Und nur darin liegt ein unstörbarer Frieden. Ich brauche nur die Wahrheit für mich anzunehmen. Und das will ich heute wieder tun. Das muss ich sowieso in jeder, ich kann nicht nur jeden Tag oder jede Stunde, jede Minute, sondern jede Sekunde entscheiden wir uns. Entweder für die Wahrheit oder eben für, was er hier sagt, eine krankhafte Illusion. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin Gottes Sohn. Heute lege ich alle krankhaften Illusionen meiner selbst weg und lasse mir von meinem Vater sagen, wer ich wirklich bin. Nur in meinem wahren Selbst, was ich mit jedem teile, mit jedem, weil wir alle gemeinsam der eine Sohn Gottes sind, darin liegt wirklicher Frieden. Nur darin. Nicht in geteilten weltlichen Interessen. Auch nicht in körperlichen Umarmungen, die ich sehr liebe, abgesehen davon. Das hat ja damit gar nichts zu tun. Natürlich kann ich liebe körperliche Umarmungen, aber der wirkliche Frieden liegt in meinem Geist. Im Geist, in dem Teil meines Geistes, in dem der Christus wohnt, in dem mein Selbst wohnt, in dem das Selbst wohnt, das sich daran erinnert, dass ich reiner Geist bin und kein Körper, dass ich bin, wie Gott mich schuf, ewig, untrennbar, heilig, in Frieden, eins mit allem, was ist. Und das ist die Wahrheit und nur das ist wahr und darin ruhen wir heute. Und so ruhen wir gemeinsam heute in Gott, in unserem wahren Selbst, als eins. Wunderbar. Ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam darin ruhen und ich segne dich und wünsche dir einen ganz glücklichen und friedlichen Tag mit diesem Kraftpaket. Ich ruhe in Gott, ich bin, wie Gott mich schuf. So sei es. Amen.